Hallo und herzlich willkommen zum Kurz-Antesten. Freitag, 24. April 2020. 8:08 Uhr, Windows 7 in der Zeit. Wir wollen mal in Banjo-Tooie reingucken. So. Ich versuche nur noch herauszufinden, bevor ich anfange mit Streamen. Wie ich meine Kamera gespiegelt kriege. Ich muss ja die neu einstellen. Aus Gründen, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Es scheint mein USB nicht installiert zu sein. Der sagt immer, kann schnellere Leistung bringen, kann schnellere Leistung bringen. Dass ich meinen USB-Verteiler gestern zerlegt hat, musste ich die Cam jetzt direkt am PC anschließen. Da gibt es bei 1.1 nur noch eine niedrige Auflösung von sich. So. Ich will nur noch die Kamera gespiegelt kriegen. Dann geht's los. Ups, ich hoffe, ich habe noch keinen Zuschauer. Ich habe den Chat noch nicht an. Falls jemand schon da mal was geschrieben hat, muss er es jetzt nochmal schreiben. Es war nicht sehr schwer. Irgendwie konnte man es horizontal spiegeln. Ich finde das total lächerlich, dass es vertikal anbietet. Na, probieren wir das. Ich finde die Einstellung OBS selber nicht. Das sieht ja cool aus, da steht ein Nintendo 64. Irgendwas Oranges, was ich nicht kenne. Ein sechseckiger Honigfarbenbildschirm. Ein sechseckiger Papierkorb. Ja, das war noch Zeiten. Bei Banjo-Kazooie 1, da hatten sie ja Gameboy gespielt. Und hier haben sie jetzt Nintendo 64 stehen mit Banjo-Tooie drin und hier dahinter ein Xbox 360 Spiel. Ich habe eine Frau, die nur labert, hier ein Tutorial gefunden. Die sind einfach nur zeigen, wie ich die Cam spiegle. Und zwar schneller. Na, wie geht's da drauf? Szenen? Bei Cam, ja. Ah, okay. Transform war's. Danke. Das hätte ich in einer Sekunde erklären können, aber ich muss doch schon mal 2 Minuten labern. Ich hasse Tutorials, wo geredet wird und nicht gezeigt. So, Rechtsklick. Das war bei Transformieren. Na, geht doch. Jo. Man sieht mich flüssig, man sieht mich ohne Bildstörung, man sieht mich im richtigen Spiegelwinkel, nur leider etwas verschwommen, weil die Auflösung nur 160p hergibt, bis ich USB und die Cam neu installiert habe. Warum auch immer das so ist, ich weiß es nicht. Ist egal, der Stream soll keine Jahre dauern, ich wollte nur kurz in das Spiel reinhorchen.
So, Spiel starten. Drücke Speicherstand 1 frei. 2 frei. Speicherstand 3 frei. Die Grafik ist so schön groß im Bildschirm ausfüllend. Schrift, die man lesen kann, ohne dass man Zoom braucht. Das waren die guten alten Nintendo 64 Zeiten, als Fernseher geringe Auflösungen hatten und die deswegen Schrift sehr groß dargestellt hatten. Und solche Spiele machen auf Fernseher heute noch Spaß. Wo du nicht ein Zoom-Programm brauchst. Ich glaube, es gab auf der Xbox ein Zoom-Programm. Nein, wir überspringen das nicht. Wir wollen das sehen. Das Spiel setzt geschichtlich direkt nach Banjo-Kazooie. 2 Jahre sind nun vergangen, seit Banjo und Kazooie das böse Konto dazu verbrachten. Okay, es setzt 2 Jahre an. Nach den letzten Ereignissen. Nach dem Sturz aus ihrem Turm begrub man sie tief unter der Erde, wo sie bis eben diesen Tage blieb. Nicht gut, Herrin. Kann Felsen immer noch nicht heben. Felsen. Froh, dass der nicht lispelt. Alles nur wegen befeuerten Bär. Das ist schön. Mumbo gut spielen. Hat viel Bares von Bär. Er hat recht, Kazooie. Da geht dein Vogelfuttergeld hin. Sei da nicht so sicher, Banjo. Hey, schaut mal raus. Die Hexe Grundi kommt. Wo Kazooie? Ich sehe sie nirgends. Falscher Alarm. Das war wohl nur Einbildung. Komm, Knochenfratze. Spielen wir, ich habe heute Glück. Auf mit dem Tisch zu wackeln. Mir wird sonst schlecht. Mumbo nicht mit Tisch wackeln. Ganzes Haus wackeln. Vielleicht sollte mal jemand da draußen nachsehen. Die Hexe ist mal eben 2 Jahre ohne Nahrung in der Erde eingebuddelt. Das ist halt ein Grund, dann von mir du runter musst. Es hat aufgehört. Was das wohl war? Los, Kazooie.
Mal sehen, was da so. Aber draußen ist es dunkel und ich habe Angst. Zitterzittel, wackel, wackel. Humpu, wie mutig. Ich gehe und schauen. Gleich zurück sein. So ein Trottel. Was? Komm, Benjo. Hilf mir mal. Verzeihung, Herrin. Ich habe verfagt. Grund, die nicht Sorge muss haben. Ihre Schwestern helfen werden. Ja, 2 Jahre später. Feld sehr groß ist. Kräfte verbinden wir müssen. Die Schwestern sollten jammern. Mitnichten. Der Zauber wird Felsen gleich richtig verdichten. Pulverblaster. Gang der Feld zu kommen, du kannst. Nein, nein, nein. Das ist geschehen. So habe ich doch nicht ausgesehen. Hilfsgrundig aussieht. Abgenommen, du hast. Plan, ja. Jetzt zurück zum Schloss. Das macht mich heil. So wie mit Banjos Hinterteil. Die Reihen sind wirklich katastrophal. Kindlich. Das nicht gut sein. Nicht das Banjo sagen. Ich bin mal ganz hart gesehen. Ihn ja ein bisschen wegkritzeln. Sicher, oder wenn du? Aber du hast gemogelt dazu. Das ist nicht. Ich hoffe, ich treffe ihn jetzt prompt. Mal sehen, wie den Pilz dir das bekommt. Schädelbube und ich wette, sie hatte 2 Köpfe. Nicht Witz, seht, Keuch. Zauberspruch kommen. Hi, Tanja! Reicht? Oh. Darauf falle ich nicht nochmal rein. Ich bleibe hier sitzen. Dich begehen müssen. Wartet, Schwester. Ganz auf die Schnelle kam der Bär eine Riesenschelle. Truppen, wir lassen da, die Gegend zu zerstören. Ach du Scheiße. Stopp. Warte auf mich, Herrin Grundi. Nein, Glungo, nein. Du bleibst hier. Doch komme ich bald zurück zu dir. Na, fängst an oder hörst du auf? Ich fange gerade an, aber es wird ein sehr kurzer Stream werden. Weil ich nachher noch ein Telefonat machen möchte bei 9 rum. Plus minus. Plus minus halbe Stunde, ich weiß noch nicht ganz genau.
Grummel. Mumbos Kopf tun weh. Seht unser Haus. Na, wenigstens sind alle noch heil rausgekommen. Ja. Moment mal. Wo ist die Brüllenschlange? Oh, Maulwurf nicht gut aussehen. Das ist sogar schlimmer. Und die hat den Arm Bottles getötet. Im ersten Teil war er sowieso nicht ganz allzu beliebt. Entschuldigung. Und die haben Haus zerstört und Bottles getötet. Sie bezahlen müssen. Wer und Hobel hinter Hexe her, Mumbo, euch später treffen. Super. Ich liebe es, Hexen hinter zu versuchen. Gehen wir, Menschen. Läuft, ich fürchte, es wird diesmal ziemlich anstrengend. Sieh mal, ich kann noch immer meinen alten Dreck kaufen sehen. Drücke B, um mit ihm zu interagieren. Und dich an deinen eigentlichen Moves zu erinnern. Ja, ich würde gerade sagen. Hilfe, ich heiße Grill und brauche Hilfe. Bin von der Grillparty geflogen und dann unter diesen etwas schwergewichtigen Felsbrocken gelandet. Weg damit, ich bekomme kaum noch Luft. Hau, hau, hau. Befeuerter Bär, ich warte auf. Vieh hier drin. Befeuerter Bär. Der lispelt. Zur linken Stick, um herumzulaufen. Ist das so schnell, ne? Alles noch vom letzten Teil, das ist so geil. Und ja, zur Munition. Du hast kein Bild, was? Wieso habe ich kein Bild? Ach, sag das doch gleich! Da lese ich die ganze Zeit Scheiße vor. Jetzt haben wir Bild. Es geht doch nicht zu Zuschauer, die einen informieren. Ach, ist das geil. Die ganze Zeit irgendwie nicht schlecht. Ich denke die ganze Zeit, was macht der da? Ich lese. Ach, schön, dass es dir aufgefallen ist. Sonst hätte ich die ganze Zeit ohne Bild gestreamt. Nicht wirklich was verpasst. Wie finden wir jetzt noch? Ich dachte, du hast einen Quark. Skypen du später vielleicht. Irgendwie viele Viecher gibt es denn von dem? Welche Fähigkeiten? Gewichsen führst eine normale Hackattacke aus. Ich bewegst, führst du eine Feuerattacke aus. So. Okay. Ja, im Grunde genommen
hat man nur die Einführungsszene gesehen. Wo Hexe von ihren Schwestern unserem Felsen befreit wird. Upsala. Das ist krass. Wir haben von Anfang an goldene Räder, ne? Ja, wie geht das? Genau. Da ist man einfach ein unsterblich. Jetzt muss man sich im alten Teil mühsam arbeiten. Alter. Hangeln, ob wir neu lernen. Das habe ich festgestellt. Das ist eine raue Kiste. Wahrscheinlich erklärt er mir jetzt die Stampfdacke. Wo gibt da die extra Adresse? Rechts. Ja. Erinnerungsbedürftig. Kamerasteuerung. Durch Drücken von rechten Stick nach links oder rechts bewegst du die Kamera und halte rechten Stick nach links. Was? Ich kann den rechten Stick auch drücken? Okay, macht Sinn. Drücke A, um zu springen, drückst du. Das kannst du ein Stück weiter platt. Zum Drücken hältst du R. Damit kannst du für bestimmte Zeit unglaublich schnell rennen. Ach, schön. Das ist echt für Leute, die Teil 1 nicht gespielt haben. Damit kannst du für bestimmte Zeit unbeschadet durch gefährliche Gebiete laufen. Zu rennen. Noch später, glaube ich.
Das sieht ein bisschen anders aus als im Osten. Irgendwie ist das verkehrt herum. Oh. Halt! Oh, das verkehrt herum. Horror, dass es Verkettung ist. Ich will doch nur die X-Achse ändern. Das ist ja mal heftig. Das sind nur Erklärungen. Kannst du nicht wirklich was ändern? Ja! Oh Gott sei Dank. Oh ja. Wunderbar. Hochziehen wir beim Hubschrauber, jetzt geht's. Alter, bin ich Gier geworden jetzt. Einwandfrei. Einwandfrei. Geh auf. Wie die Tatzen sind ein bisschen größer. Ich kann da rüberkommen. Perfekt. Oh, hier ist die Achse verändert. Das
Dieses Stück Eingang. Wilmer, du hast eine meiner fehlenden Seiten gefunden. Komm zu mir, wenn du 5 Seiten hast. Ich bin in Grundys alten Versteck in Spirit Mountain. Okay, 5 Seiten suchen. Das ist eine Hardcore-Aufgabe hier. Überblick verschaffen. Ja, wo ist der? Da oben ist er. Da ist man hingekommen. Ja, komm noch von da hin. Auf diesen Felsen komme ich gar nicht erst. Jetzt muss ich da oben rauf. Da hoch muss ich. Hier rauf? Ah, ich weiß, wie ich dahin komme. Oben in Spirit Mountain müsste eine Flugplatte sein. Was war denn? Klettern. Okay. Nochmal. Huckepack drauf. Achso, ja. Hallo? Ist der verarschen? Ist nichts drin? Okay. Da ist das Ginger doch woanders. Ich sehe was zum Klettern, ich sehe was zum Klettern. Hey, hoch. Nicht immer runterfallen.
Ah, da war's. Hallo Benjo, erinnerst du dich an mich? Ich bin Shido, das Zauberbuch. Ja, ja, wir wissen, wer du bist. Hast du was Nützliches für uns? Ich fürchte, da hast du Pech. Grundita hat alle meine Seiten herausgerissen, weil ich euch im letzten Spiel geholfen habe. Es wäre wirklich sehr nett, wenn ihr nach ihnen Ausschau halten könntet. Mal sehen. Wann hat ihr die Zeit dafür? Was springt uns dabei raus? Nun, für jede fünfte Seite traue ich euch ein kleines Geheimnis an. Du meinst ein Cheat? Na, ich heiße nicht unseren Shido. Tut mir leid, aber du musst mehr Seiten finden, bevor ich dir einen neuen Cheat verrate. Gehen wir mehr Seiten suchen, Benjo. Ich will endlich mogeln können. Ja, und mehr war's nicht. Das ist das Einzige, was in der Höhle noch übrig geblieben ist, die beim letzten Mal das gesamte Jump-Run darstellte. Die wechseln auch noch die Farbe, die wir haben. Ja, mal diesen komischen Jinjo suchen. Wobei, ist da noch was an der Decke? Da hängt beim letzten Mal hoch, ja. Komplett zugebergt. Und da hängt es drin. Das haben sie zugemacht. Shido sieht immer so traurig aus. Bim, 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 bada. Fast. Herrlich, von Anfang an fliegen zu können, ne? Das heißt natürlich nichts. Aha. Geheimeingang entdeckt. Hinter dem Wasserfall. Ja, ein Benjo-Gatsui-Modul. Nur sehen kann, da hinten ist noch ein Eingang. Ja, geht vom Spirit Mountain aus. Hat das technischen und zeitlich programmierbaren Gründen. Habe ich das in so ein Modul umgewandelt. Ja. Wahrscheinlich ist der Jinjo hier dahinter. Und der Gatsui ist Haze. Aber ich weiß nicht, wie ich unter Wasser so ein Ding aufkriege. Ja, viel holt's nicht mehr raus aus den Spirit Mountain. Das war's alles. Ah, da unten ist noch was. Was ist denn hier da? Der Huckel. Klettern will ich noch was wissen. Du hältst dich automatisch, Schwester. Ja, das habe ich noch bei Haft. Ich begegne des linken Sticks auch. Das habe ich hier Haft.
drücke genau das RB, um die Sicht aus der Kamera zu aktivieren. Das ist sehr komisch. Na, was war da Schönes? Ist nichts. Okay, spannend. Shoot. Hier sind meine Fähigkeiten also begrenzt. Da oben. Muss da mal eine Flugschampfattacke ausführen. Genau dort. Da hinten noch was? Ein Bottle des Geistes, der mir hilft, was besonders geil ist. Was neckt? Fehlt ein Auge. Das sieht nach Reinfliegen aus. Okay, das hat nicht ganz funktioniert. Vielleicht kann man da nichts machen. Das ist auch so ein Puzzleteil. So ein Speichermodul. Ach, da kommst du, glaube ich, wieder von hinten rein, oder? So, hier ist schon das zweite. Ich glaube, drei müssen wir insgesamt finden. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, ja, habe ich schon gefunden. Einer ist bei den Stiefeln, einer an dem Wasserfall. Da vorne braucht noch jemand meine Hilfe. Ja, das Insektenfang. Trinken schon Wasser, um meinen Körper zu zeigen. Ja, wie soll ich dich wieder zum Leben erwecken, Puddles? Oh, hier sieht's echt schlimm aus. Gebrannt, das ist sehr ärgerlich. Wenn ich das ganze Game durchspiele, will ich sicher mal wieder ein ordentliches Haus haben. Ich war das Down Benjo dazu. Also soll ich helfen, da ich nicht mehr bin. Tja. Zwei Spielmodule habe ich jedenfalls schon entdeckt. Da jeweils Absperrungen eigentlich. Dann rennt er weg. Ein Spielmodul ist da oben, in dem Wasserfall.
Mein Spielmodul ist da hinten, in meinem Schuh. Noch eine Möglichkeit. Ich hab die Gegend von oben erkunden, noch ein bisschen. Und dann gehen wir in die neue Spielwelt hinein. Schade, ich rede hier nicht rein. Okay, diese Fenster kommt man nicht so einfach ohne weiteres. Dachte, ich hätte noch was entdeckt. Aber dem war dann nicht so. Das ist natürlich Hümpf. Zwei Buzzette einer. Zwei Spielmodule meine ich. Und ein Katsui-Ding, wo ich hier ankomme. Speichern kann man jederzeit, ne? Bisschen Waben füllen. Fünf Waben sind echt ein bisschen sehr wenig. Ich muss mal den Stream beenden. Genau die richtige Meldung zur richtigen Zeit. Je nachdem, wie jetzt gleich mein Gespräch ausgeht, komme ich ein paar Minuten oder eine Stunde wieder oder ich bleibe für immer weg. Aber für den Moment sage ich Tschüss.